heulen, obwohl der Schalke fällt. Und ich habe noch gesagt, pass auf, ich habe noch zu Sina gesagt, dass das von rein gesagt hat. Ich weiß doch, wie es unterfährt. Meine ganz persönliche Bitte. Die Herren, die jetzt hier halt zusammen. Also, das ist unglaublich, wenn ich mit allem gerechnet habe, aber damit nicht. Das ist, die so viel gearbeitet haben, hat es gerade gesagt, ich bin ja gerade erst mal seit 5 Tagen dabei, also ich war es nicht. Die hier gerackert haben, wie die Ochsen, das ist unser neues Superschwergewicht hier. Das ist der Udo. Der hat nämlich gerade schon allen, die jetzt nicht mitziehen, Prügel angedroht. Und ebenfalls im Superschwergewicht dreht an der Björn, der uns hier wirklich auch heute hervorragend vertreten hat. Und ein bisschen habe ich sicherlich auch versucht, mein Bestes zu geben. Und ja, das Ergebnis ist euch bekannt. Ja, passt auf. Lass es mal suchen, ein bisschen zu erzählen. Ich habe natürlich jetzt hier den blöden Part, dass ich einfach mal die natürlich für uns denkbar schlechteste Nachricht, bescheidene Nachricht zu verkünden habe. Wir drei waren drin. Im Nachhinein müssen wir uns eingestehen, hatten wir wahrscheinlich wirklich nie eine Chance. Das muss man einfach so sehen. Hören Sie auf, so was zu sagen. Wir hatten eine Chance. Und Sie haben alles gegeben. Das Wir haben in den letzten Tagen, auch ich ganz persönlich, und ich habe natürlich mitbekommen, was hier los ist in der Stadt. Wie gesagt, meine gesamte Familie mehr oder weniger lebt hier noch und kriegt das mit, und ich natürlich auch. Und ich weiß, dass der gerade Genannte und auch der Vorgänger als Geschäftsführer im Moment hier keinen Publikumspreis gewinnen würden. Aber ich möchte eins sagen, das ist einfach auch mal ein Akt der Fairness. Ich habe mit allen gesprochen, mit allen Sponsoren, soweit das möglich war in den letzten Tagen. Ich habe mit Schau ins Land geredet, mit Gerald Kassner, der für den MSV sich zerreißt und tut und macht und Kohle gibt. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe aber auch mit Walter Hellmich gesprochen. Und Walter Hellmich hat in der Kürze der Zeit, was immer er vorher gemacht hat, sämtliche Zusagen eingehalten, hat uns mit den Papieren versorgt, die schlussendlich nicht gereicht haben. Nein, es ist kein Blablabla. Ich möchte nur für eins
Gebt mir noch 2 Minuten. Gebt mir noch 2 Minuten. Es war eigentlich ohnehin kürzer vorgesehen. Aber wir müssen ja auch gucken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt eine Situation. Sie wollen die Gründe wissen, warum es so weit gekommen ist. Also das ist. Ja. Wir wollen uns ja nur bestimmt nicht rausreden. Es gibt 2 Sachen, die ich dazu sagen muss. Ganz einfach, wir sind verpflichtet worden, dass über das, so wie es gesagt wurde und was gesagt wurde im Gerichtsverfahren, Stillschweigen zu wahren ist. Das ist so. Stopp! Ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich zu 100% daran halte. Also jetzt wartet bitte mal noch einen Moment. Wir können hier jetzt keine Verletzungen von dem sagen, was passiert ist. Wir haben heute, das ist das Unglückliche an der Situation, wir haben heute, mit Stichtag heute, hätten wir konjunktiv sämtliche Bedingungen der DFL für eine Lizenzierung der zweiten Liga erfüllt. Heute. Wir haben leider, und das ist nicht den Herren hier zu Schulden zu legen, wir haben am 23. um 15.30 Uhr, als Abgabe war diese Situation nicht so. Die Unterlagen, die da vorgelegt wurden, waren zum Teil unverständlich, es waren zum Teil Fehler drin, zum Teil waren sie unvollständig. Es ist ein Problem. Wir können damit jetzt aber auch nichts mehr machen. Wir sind in der letzten Stufe jetzt gewesen. Das Schiedsgericht heute hat uns mit, das hilft uns nur alles nicht, hat uns attestiert, dass der MSV wirklich alles jetzt richtig gemacht hat, aber wörtlich vom Leiter des Schiedsgerichts, vom Vorsitzenden des Schiedsgerichts, Herr Marbach, das sind die Statuten. Wir würden es Ihnen allen herzlich gönnen, persönlich wie dem MSV, aber es ist zu spät. Und damit müssen wir uns leider auseinandersetzen. Aber es wurde doch gesagt, dass alles abgegeben wurde. Das heißt auch, und das muss ich ganz klar sagen, unser Gegner war und ist und wird auch nicht sein, sondern wir werden ihn ja hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr schon wieder brauchen. Es ist nicht der Lizenzierungsausschuss und es ist erst recht nicht die DFL. Wir wollen da im nächsten, spätestens übernächsten Jahr ja auch wieder dazugehören. Die Lizenzierung an sich ist völlig in Ordnung. Nur wenn man, wir haben es nicht persönlich gemacht, nur nutzt keinem. Die hier Mandat übernommen hatten, haben uns in diese jetzige Situation gebracht. Wir können sie jetzt nicht mehr korrigieren. Das ist gelogen! Das ist alles gelogen, sowas! Der Helmich hat doch nur mit Erpressung sowas gemacht und sowas dahingeschrieben. Das ist doch gelogen! Na, gelogen ist es sicherlich nicht. Erzählt doch nicht! Also, ich kann jetzt nicht alles verstehen, wenn es durcheinander kommt. Glauben Sie uns, dass wir, ich habe gerade irgendwie Regress gehört, glauben Sie uns, dass wir natürlich heute auch mal einen Tag haben, wo wir alle auch ein bisschen alle sind, aber wir haben schon im Auto die Termine gemacht, wie es weitergehen kann, weil das Thema dritte Liga steht natürlich jetzt als allererstes in der Lizenzierung für uns auf der Tagesordnung und ist das Wichtigste, dass wir die dritte Liga retten. Und das Nächste ist, wir prüfen natürlich jedwede Möglichkeit, auch eines Regresses gegenüber vorhergehenden Verantwortungsträgern. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, wenn ihr einverstanden seid. Ich würde ganz gern mal kurz an den Björn weitergeben, weil wir wollen dieses Thema, ich denke, diese Frage kriegen wir auch andauernd natürlich gestellt. Wie geht es jetzt weiter, dritte Liga? Dass wir euch da einen kleinen Zwischenstand geben und danach noch mal weiter an den Udo. Ich laufe aber nicht weg. Danach stehe ich für Fragen jeder Art gerne zur Verfügung. Aber jetzt lass uns erstmal ein bisschen das bisschen Blick in die Zukunft richten. Und ich gebe an Björn. Ja, hallo zusammen, auch von mir. Wir haben gestern fristgerecht den Antrag abgegeben, die Bewerbung für die dritte Liga, damit wir nicht wieder in eine Situation kommen, wie sie uns jetzt widerfahren ist. Wir haben heute die Bestätigung bekommen, dass alles fristgerecht eingereicht ist im Bewerbungsverfahren. Und ab morgen werden wir diese Sachen
ab morgen werden wir diese Sachen, die jetzt schon von uns gefordert sind, in einem verkürzten Verfahren, ihr wisst auch alle, Mitte Juli spielen wir schon. Ja, wir haben jetzt bis zum 5.7. Zeit, im Grunde genommen alles zu erledigen. Und morgen haben wir die ersten Fristen. Wir werden gucken, dass wir das alles hinbekommen. Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen. Also, erstens ist für mich persönlich, nach den tollen Tagen, die ihr uns geboten habt und einer super sensationellen Performance, wirklich, ihr seid sensationell gewesen. Das ist nicht nur so dahergesagt, das ist absolut klasse, was ihr geleistet habt. Ich kann auch ziemlich deutlich sagen, dass ihr Eindruck bei den Herren der DFL und auch beim Schiedsgericht, also beim Gericht selber hattet, die waren überrascht und positiv überzeugt über die Leistung und die Kreativität, die unsere Fans gezeigt haben. Sowas haben bis jetzt keine Fans in Deutschland überhaupt je hingekriegt, was wir hier in Duisburg sehen konnten. So, jetzt komme ich dazu, dass wir irgendwo angeblich Zahlen ein bisschen besser rechnen sollten. Also da, ich sag mal so, mein Computer funktioniert und er kann rechnen. Also von daher gehe ich davon aus, dass der Taschenrechner funktioniert. Ja. So, die andere Sache ist die, dass wir das sicherlich nicht alleine machen, sondern eben mit Wirtschaftsprüfern. Und die Wirtschaftsprüfer haben auch ihre Verantwortung zu ziehen. Die müssen testieren oder die müssen prüferische Durchsicht und beglaubigen, dass das alles richtig ist, was wir abgegeben haben. Das heißt, wir haben einen Antrag für die dritte Liga abgegeben. Und jetzt kommt das Wichtige, was wir hier sagen können. Wir haben den nivelliert. Das heißt, wir haben den angepasst. Und zwar mit den Leuten, die uns geholfen haben. Und das sind Menschen, die Controlling machen. Das sind Menschen, die mit Zahlen umgehen können und die darüber nachdenken können, passiert das im Positiven oder passiert das im Negativen? Das heißt, wir sind hingegangen und haben Negativpotenziale berechnet. Das heißt, wir haben wesentlich kritischer abgegeben, als wir wollten. Das heißt, wir erhoffen uns, dass die Zahlen, die wir abgegeben haben, bestätigt werden und dass wir dann das Delta so bekommen, wie wir es für uns vorher berechnet haben. Das ist vielleicht mal eine Neuerung in Duisburg. Ich weiß nicht genau, ob ich das so sagen darf, aber ich sehe es so. Eine weitere Sache, die ich ganz klar sagen muss, die Gremien, wir haben, wie ihr mitbekommen habt, wurde so schön immer beschrieben, wir hätten zu falschen Zeitpunkt den Radikalschnitt gemacht, das haben wir heute auch gehört. Ich weiß nicht, ob er vorher genutzt hätte, ob er was gebracht hätte. Ich bin 120 Tage im Amt. Wir haben in 120 Tagen, glaube ich, in der direkten Nachfolge von Andreas, der eine Geschichte angefangen hat, für den MSV zu erzählen, eine neue Geschichte aufgebaut. Und diese neue Geschichte wird dazu führen, dass wir definitiv Profifußball weiterhin in Duisburg haben. Ich verspreche nicht die dritte Liga, aber ich habe vorhin mit allen gesprochen. Wir werden alles dafür geben, dass die dritte Liga von uns geholt wird. Und glaubt mir, ich will selber nicht im Amateurfußball rumkrebsen. Ich will Profifußball in Duisburg sehen. Jetzt nochmal die ganz wichtige Sache, weil viele sagen hier, wer war schuld und wir hätten sagen müssen, die haben Fehler gemacht. Ja, es gibt Fehler. Nein, wir werden sie deshalb nicht äußern, weil wir nicht transparent sein wollen, sondern weil wir der anderen Seite nicht sagen wollen, welche Argumente wir haben, wenn wir sie verklagen werden. Da musst du jetzt sein, Entschuldigung. Und jetzt bitte Verständnis, wir werden unsere Regressansprüche prüfen. Und das ist genau das. Wir müssen das prüfen, wir müssen durchchecken, was wir machen können. Mehr geht nicht. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir... Ja, ich weiß, dass immer alle viel wollen und wir werden eine Infoveranstaltung machen, wo vieles erklären, wenn wir durch sind, wenn wir unsere Sachen durch haben. Das dauert nicht mehr lange. Am 5. Juli müssen wir die Bedingungen erfüllt haben für die dritte Liga. Das sind noch 2 Wochen. Diese 2 Wochen werden wir hart daran arbeiten, diese Bedingungen zu erfüllen. Moment, jetzt lasst mich eine Sache noch ganz wichtig. Auf dem Rückweg haben wir schon Termine mit Banken gemacht, Termine mit den Großsponsoren gemacht und nicht irgendwann in 2 Wochen, sondern morgen, übermorgen, Samstag, Sonntag und Montag. Und jetzt lasst uns ein bisschen arbeiten, wir wollen die dritte Liga. Wenn wir die dritte Liga haben, kriegt der Helmicher sein Geld doch wieder. Also, ich gelte nicht als Helmich-Freund, aber eins muss ich ganz klar und deutlich sagen. Walter Helmich hat uns in diesem Verfahren definitiv mit Vollgas unterstützt und hat keinerlei Störung. Noch, ich sag's noch mal, Leute, bitte. Mann, da lügen ja die Medien, wie WAZ ja auch. Da lügen die auch nur.
Leute. Also, es ist, glaubt mir, es fällt uns auch alles andere als leicht. Und ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Udo hat seine einschlägigen Erfahrungen mit dem Baulöwen gemacht. Egal, passt auf. Wir müssen einfach eins hinkriegen. Ihr habt das vorhin auch schon mal gesagt, dieses Thema Kapitalschnitt. Das ist das Nächste, was bei mir auch persönlich auf der Agenda steht. Weil wir müssen eins erreichen. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt, selbst wenn wir die Lizenz gekriegt hätten, ohne den Kapitalschnitt machen wir jedes Jahr 1 Million, 2 Millionen Verluste, schieben unsere Schulden vor uns her und kommen nie auf den grünen Zweig. Wir haben die dringendste Aufgabe. Wir müssen zu bezahlbaren Stadionkosten, Mietkosten in diese Hütte, um hier Fußball zu spielen. Und wir wollen hier spielen und nicht in Maiwerich mit einer Hilfstribüne. Also müssen wir das hier mit einem bezahlbaren Kompromiss hinkriegen. Und das ist etwas, was ich mir als Allerdringendstes für die mittlere Zukunft vorgenommen habe. Das wird nicht mehr in 2 Wochen sein. Da muss ein Land mitspielen, da muss die Stadt mitspielen. Die sind alle guten Willens, die versichern uns alle ihre Unterstützung. Aber das ist einfach nicht mit der Politik und mit all den Beteiligten in 2 Wochen zu machen. Die beiden, und da werde ich natürlich helfen, kämpfen jetzt für die Lizenz. Und dann kämpfen wir parallel dazu, im Hintergrund dazu, dass wir hier finanzielle Konditionen haben, dass die Kohle nicht in die Steine fließt, sondern dass die Kohle wieder ein bisschen mehr in die Beine, nämlich von den Spielern, fließt. Weil da brauchen wir nämlich auch einen Kader. So. Ich würde jetzt Folgendes euch anbieten wollen, weil das ist natürlich in einem Kreis, ich weiß nicht, 500, 800, 1000 Leute, die vielleicht hier sind. Ich habe gerade die Mannschaft gebeten. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und hatte ein sehr gutes Gespräch mit den Trainern. Ich habe mit Ivo gesprochen und ein sehr gutes Gespräch. Ivo ist nach wie vor 110-prozentig, 150-prozentig bei der Sache. Kann ich mich nur anschließen. So, und die Mannschaft ist deswegen nicht hier. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. A, sind die natürlich auch jetzt mal irgendwo in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Muss man auch mal akzeptieren. Die haben genauso mitgezittert wie ihr. Die zittern nämlich darüber hinaus auch noch um ihren Arbeitsplatz. Da kommt ja auch noch mal dazu. Ich habe die Mannschaft, ich kenne Fußball ein bisschen. Nichts ist leichter, als wenn sie schwere Nachrichten haben, als dann die Mannschaft auf die Bühne zu holen und sich dahinter zu verstecken. Diese Mannschaft hat eine tolle Saison, zumindest im letzten Drittel gespielt, hat sich wieder rausgespielt. Und die werden wir hier auch nicht verbrauchen. Wir sind auch noch unverbraucht und versuchen, ein Management endlich die Qualität herzustellen, wie sie die Mannschaft schon hat. Ich kann euch nicht versprechen, dass der Trainer dabei bleibt, aber der Trainer geht nicht, bevor wir das nicht bis zum Ende diskutiert haben. Das hat er mir in die Hand versprochen. Und wir werden weiterreden. So, und jetzt mein Angebot, weil ich glaube, wir könnten sonst natürlich hier auch noch eine Stunde stehen, aber wie wollen Sie das dann jetzt mit den Fragen kanalisieren? Wir lassen Sie uns die nächsten 2 Wochen die Arbeit machen. Wir werden Sie informieren. Wir werden kaum Zeit haben. Wir werden Sie über die Fanbeauftragten so gut informieren, wie es geht, auch über die Medien. Oft genug ist es ja auch eine hilfreiche Zusammenarbeit mit den Medien. Wir werden Sie aber nach den 2 Wochen, werden wir Informationsveranstaltungen abhalten. Für die Fanclubs und wenn ein größeres Interesse ist, auch wieder hier, hoffentlich nicht ganz so heiß und hoffentlich ohne Regen. Aber wir werden Sie mitnehmen, wir müssen Sie nämlich, euch alle mitnehmen, weil eins haben wir alle gelernt, gerade der Empfang war das i-Tüpfelchen. In ganz Fußball-Deutschland haben alle Angst, dass eine so grausame, bescheidene, das SCH-Wort, Nachricht, auch zu Gewalt führen konnte. Und diese Fans, ihr alle, ihr habt Konzerte besucht, ihr habt Menschenketten gebildet, ihr habt Lichtermeere gemacht. Es war der friedlichste, mittlerweile europaweit beachtete Fanäußerung, die es gegeben hat. Nie hatte der MSV ein besseres Bild in der Öffentlichkeit als heute. Nie. Und das seid ihr. Und euch werden wir auch mitnehmen. Schön, dass es dich gibt. Duisburg, ich bin
Wer macht das?